Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar gucken wir uns heute wieder den täglichen Gegenstandshop an. Ihr seht es, ich bin nicht auf meinem Account unterwegs. Und zwar spiele ich mit dem Account von meinem Bruder. Einfach weil wir das doppelte oder 100% Bonus-EP-Event haben an diesem Wochenende. Bedeutet, ihr kriegt doppelt so viel XP, wie ihr eigentlich bekommen würdet. Also auf jeden Fall lohnt sich das Ganze und spielt auf jeden Fall so viel ihr könnt. Und wenn ihr noch Missionen habt, macht sie definitiv jetzt. So, aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll heute um den Gegenstandshop gehen. Und wir schauen mal direkt rein. Wir fangen wieder klein an, ihr kennt es von meinen Gegenstand-Shop-Videos. So, wir haben den Schneesturm, ein ungewöhnlicher Hängegleiter für 500 V-Bucks. Finde ich jetzt ja unspektakulär. Wie ich sage es jedes Mal, ich würde mir keinen Hängegleiter kaufen, der so aussieht wie der Standard-Hängegleiter. Einfach nur ein bisschen andere Farben oder so. Aber würde ich mir einfach nicht kaufen, deswegen, keine Ahnung, ist jedem selbst überlassen. Dann haben wir die Taktikoffizierin, ein ungewöhnliches Outfit. Ja, finde ich auch eher unspektakulär. Wir hatten ja gestern, glaube ich, die männliche Variante, jetzt die weibliche Variante. Für 800 V-Bucks kann man sich das Ding holen. Wer sich sowas gönnen möchte, kann sich das sowas gerne gönnen, aber ich bin nicht dafür. Also ich würde mein Geld eher für was anderes investieren und dazu kommen wir gleich. Dann haben wir nochmal die Imperiumshacke, ein seltenes Erntewerkzeug. Die finde ich episch. Also dafür 800 V-Bucks definitiv ausgeben. Gönnungsmodus. Ich finde die richtig geil. Also das sieht richtig stabil aus. Wie gesagt, wenn sich das jemand holt, dann auf jeden Fall Props an den. Feiere ich hardcore. Dann einmal die Arktis-Assassinen, ein seltenes Outfit für 1200 V-Bucks. Muss nicht unbedingt sein, kann man sich aber definitiv gönnen. Wie gesagt, muss aber nicht sein. Finde ich aber im Gegensatz zu den anderen beiden definitiv gönnenswert. Kann man auf jeden Fall kaufen für 1200 V-Bucks, aber nicht ganz ein billiger Skin. Ist schon ein bisschen teurer Skin für das, was man hier wirklich bekommt. Aber wir schauen nochmal direkt weiter. Dann haben wir noch ein episches Emote und zwar Bel Air. Und Bel Air kennt ja wirklich jeder. Das gab es ja schon des Öfteren im Shop. Jetzt wieder aktualisiert. Ich glaube, die Gesichtsauszüge, also Gesichtsausdrücke kann man jetzt irgendwie sehen. Ja, mit dem Skin ein bisschen fehl am Platz, aber trotzdem sehr, sehr cool. Und für 800 V-Bucks auf jeden Fall ein Emote, was man sich auf jeden Fall kaufen kann. Dann kommen wir auch schon direkt zu einem neuen Emote, und zwar der Adler-Emote. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sieht ein bisschen spastisch aus, aber auch irgendwie witzig für 500 V-Bucks. Ja, keine Ahnung, ich finde es mega witzig, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Wenn ich da in der Lobby den einen oder anderen sehen würde, dann würde ich bestimmt denken, der hat echt einen Schaden am... Keine Ahnung, der hat auf jeden Fall einen Schaden dann. Aber für 500 V-Bucks kann man sich das Ding auf jeden Fall holen. Dann wisst ihr, hatten wir auch gestern im Gegenstandshop Rasierschnittig, ein seltenes Erntewerkzeug für 800 V-Bucks. Definitiv gönnenswert, also Gönnungsmodus definitiv an. Das G im Gegenstandshop steht für gönnen definitiv. Also 800 V-Bucks kann man dafür auf jeden Fall ausgeben. Dann haben wir noch den Vorreiter und dieser Hängegleiter, krank, also episch, Leute. Gönnt euch den, wenn ihr die 800 V-Bucks gerade parat habt. Wenn ihr keine V-Bucks habt, dann unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch sehr, sehr günstige PSN-Karten kaufen und Xbox-Karten selbstverständlich auch noch. Aber wie gesagt, 800 V-Bucks für den definitiv machbar. Ist richtig nice und geil, feiere ich auf jeden Fall. Guckt euch mal, wie das Ding aufgeht. Auf jeden Fall richtig stabiles Teil. Und wir haben natürlich den legendären Vertex-Skin. Kann man auf jeden Fall auch machen. Sieht episch aus. Also richtiger Fan davon, richtig Fanboy. Und Rückenaccessoire anders. Also anders. Ich finde das Rückenaccessoire richtig krank. Für 2000 V-Bucks nicht ein günstiger Skin, aber ein legendärer Skin. Und dafür kann man definitiv 2000 V-Bucks ausgeben. Ich hoffe, euch hat das ganze Shop-Video gefallen. Diese Sachen sind nur noch heute im Shop, Leute. Deswegen auf jeden Fall schnell gönnen, wenn ihr euch das gönnen wolltet. Ja, wenn ihr günstige V-Bucks braucht, unten in der Videobeschreibung könnt ihr auf jeden Fall günstige V-Bucks kaufen. Und ansonsten lasst auch eine Pulsbewertung da. Abonniert nicht vergessen, noch weiter zu passen. Und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.